Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Wir stehen hier ja vor der Boutique und schönen Tag. Ich verteile Geschenke an Besucher unserer Boutique hier mit den besten Empfehlungen. Ich habe einen Seidenschal erhalten. Ach, das ist ein Item. Gib den Seidenschal einem Pokémon, steigt die Stärke aller seiner Normalattacken. Ja, perfekt. Dann geben wir das Team. Weil Flinklau ist okay, aber ein Seidenschal ist noch besser, weil du sowieso viele Normalattacken hast. Und weil es ein Normal-Pokémon ist. Ansonsten Flinkklaue kann man im Prinzip jedem geben. So. Wir müssen noch die Pokémon dann abgeben, die wir hier haben. So. Gehen wir mal hier rein. Da können wir uns nämlich vielleicht umstellen. Hier, da. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's nicht gedacht, das gleiche ist, aber ja, diese Latzhose in Blau mit rotem Hemd, die kennen wir doch. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung aus seinen Pokémon, auf sein, was? Wenn man seine Kleidung auf seinen Pokémon abstimmen könnte. Oh, das ist süß, dieses Gu. Das möchte ich haben. Ich weiß zwar nicht mal, ob sich zu irgendwas entwickelt, aber wusstest du schon, dass Boutiquen jener Insel ihr eigenes Sortiment haben? Ah ja, am liebsten würde ich ja gleich alles mit nach Hause nehmen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie dein Outfit zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auf der sicheren Seite. Wenn du dich umziehen und neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der Umkleidekabine tun. Dank dem großen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Willkommen. Mal gucken, ob wir was kaufen können. So, ein T-Shirt mit V-Neck. Moment, kann ich. Ah, okay. So kann ich. Mit V-Neck, was auch immer das ist. Aber die sind nur in verschiedenen Farben. Ein Tanktop. Okay. Surfer-Tanktop. Also, hier haben wir Tanktops und V-Necks. Da haben wir Shorts. Was hat sie so an? Auch Shorts, aber in anderer Farbe. Hat sie noch andere Hosen? Ja, Freizeit-Shorts sind das, was wir anhaben. Okay. Na, Schuhe sind. Also es gibt wieder nur die verschiedenen Farbvariationen. So, Mütze, haben wir einen Filzhut. Ah, jetzt sehe ich's. Wobei mir gefällt, na, so ein Filzhut ist eigentlich gar nicht mal schlecht, aber 7900. Warten wir, bis wir uns ein bisschen mehr Geld angespart haben. Pokébälle sind noch wichtiger in der in der Trainer, Branche. So. Erstmal mit dir reden. Ein Friseursalon und eine Boutique. Hier gibt es auch was man für ein Imagewechsel braucht. Na, da muss ich langsam mal gucken. Alola. Egal, was dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Was darf es denn sein? Ein kurzer Schnitt? Ein Bob? Oder vielleicht Zöpfe mit im Dutt? Du hast die Qual der Wahl. Wir färben dir auch die Haare ganz wie du möchtest. Na, was sagst du? Probier doch einfach mal einen neuen Look, wo du schon mal hier bist. Ja, gut. Schauen wir mal her. Was können wir für die junge Dame tun? Haare schneiden? Haare schneiden? Kein Problem. Das kostet. Lass mal das erstmal. Ich muss mich nochmal umgucken, was es war. Aber dann sehen wir weiter. Aber ihr wisst jetzt, dass man die Haarfarbe ändern kann, dass wir soweit sind, das zu tun und dass ich mit derselben Frau nochmal spreche. So. Ich gehe mal davon aus, hier hinten versteckt sich noch. Nee, nicht mal. Ich hätte erwartet, dass sich hier ein Item versteckt. Ein Item. Wie auch immer ihr es betont. So.
Das Kampfbuffet ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums. Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer reist, desto stärker wird seine Freundschaft zu ihm. Da kommen wir nicht rein. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass wir da reinkommen in den Schlemmpalast. Und hier ist gleich wieder ein Pokémon Center. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Du hättest einen Heilball. Ja. Pokémon, die du mit einem Heilball fängst, erhalten sofort wieder volle KP. Und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Ja, das ist gut, wenn man gerade was fängt, wo man sagt, ich kann das brauchen, um hier andere Pokémon zu bekämpfen. Ich will ein Enton haben. Also lass uns gleich mal nochmal tauschen. Mit der Funktion Sofort Link konnten wir im Handumdrehen Pokémon tauschen. Wow. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, bist du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Entschuldige bitte, du bist doch ein Trainer, oder? Nun, du fragst dich sicher, was solch eine Schönheit wie ich von dir will. Die Sache ist die, ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Hättest du etwas kurz Zeit? Ich danke dir. Nun, wie du sicher und schwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißende, fesselnde Persönlichkeit. Verstehst du? Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Haoli-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwebenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes, kugelrundes Aussehen, punkten dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich erhoffe mir nun im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihm zu lernen. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du ein Driftlon fangen und im Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gern. Okay. Wir müssen 10 Pokémon fangen und einen Driftlon. Bisher. Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das es einsetzt, erhöht sich der Schaden, den sie anrichtet. Das habe ich in der Schule gelernt. Okay, hier kann ich. Hier können sich Trainer Zeit gönnen. Was kann ich dir bringen? Limonade, Kumomilch. Dann gib mir mal einen Roserade-Tee. Ja, komm. Eine gute Wahl, einen Augenblick bitte. Frisch gebrühter Tee. Danke fürs Warten. Der Roserade-Tee ganz nach Bestellung. Ein Wohlfinder-Tee, aufgebrüht mit den Lieblingsblättern von Roserade. Schon ein Schluck genügt und du führst automatisch einen Blättertanz auf. Legst du übrigens öfters mal eine Pokepause ein. Wenn ich ein neues Pokémon fangen will, will ich am liebsten nur noch mit ihm spielen. Macht es sich im Kampf schmutzig, meldet sich sofort mein Sauberkeitsfimmel zu Wort. Ich kümmere mich rund um die Uhr nur um meine Pokémon. Dabei geht meine ganze Freizeit drauf. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieses Konfekt ist zuckrig süß und aus Schokolade. Was will man mehr? Herzkonfekt. Aha. Damit kann man sicher. Und noch Pokébohnen erhalten. Ja, das dachte ich mir. Pokémon ganz verrückt. Fütterst du in Pokémon oder werden sie zu toll? Ich bitte bär uns bald wieder. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wahrscheinlich sind die Getränke nur so eine. Ja. So eine Sache. Ja, wir müssen mal welche weglegen. So, was hat der noch zu sagen? Einen schönen guten Morgen. Du musst hier Desi sein. Ich habe zwei Geschenke für dich erhalten. Welche Art von Geschenke möchtest du annehmen? Oh, abbrechen. Die Geschenke möchte ich jetzt nämlich noch nicht. Ich weiß, was es ist, aber ich möchte noch nicht. So, oh, wir haben ja ein Ladybar, haben wir schon. Wingard haben wir schon. Jetzt muss ich den Stift rausholen. Weil ich möchte eigentlich kein Mauzi haben. Es ist zwar schön, alle zu fangen. Und ich ordne die mal an, dass die unten Alolas sind.
Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Man kann Statusprobleme wie Vergiftung auch heilen, indem man eine Pokémon-Pause einlegt. Ja, die Pause wirkt wahre Wunder. Ich bin der. Wer bin ich noch gleich? Achso, ja. Ja, genau, ich bin der Attackenverlerner. Oh, den trifft man aber ziemlich früh. Du willst, dass ich eines deiner Pokémon eine Attacke vergessen lasse? Nein, nein. Erinnere dich an mich, wenn du möchtest, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst. Okay, das ist interessant zu wissen, dass man den so früh im Spiel trifft. Er ist nicht der wichtigste, aber er ist schon interessant, oder war damals interessant für VMs, weil man kann nur über ihn diese VMs vergessen lassen. Also man konnte noch nicht mal eine Attacke drüber nehmen. Deswegen war er sehr beliebt. Ja, wir haben ziemlich viel von allem. So. Dann schauen wir mal, was können wir jetzt noch machen? Oh, ja. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Für Team Skull gilt das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Das klingt doch gut. Ja, du bist schockiert. Bleib schockiert. Tut mir leid, aber ich muss dich bitten, etwas Abstand zu halten. Der alte Haller ist gerade schwer damit beschäftigt, Tauros zu besänftigen. Geh doch so lange in Haoli spazieren. Aha. Du kriegst es mit dem Tauros aber nicht hin. Ich sehe ein Item. Ich habe einen Gegenstand gesehen. Ich habe einen Äther gefunden. Das ist gut. Er füllt nämlich AP auf. Es wäre lustig, wenn man in den Pool könnte. Ah, da kommt man auch nicht vorbei. Hinter den Palmen. Wo sind wir hier eigentlich? Müssen wir ja in irgendein Wohnhaus gehen, wo mal rein. Oh, ein Machomai. Macho. Machomai ist wirklich eine große Hilfe. Pokémon haben eben genau wie Menschen alle ihre eigenen Stärken. Das ist ein Hotel, oder? Freunde von Elima sind hier immer willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Wer war nochmal Elima? Oh, da ist ein Driftlon. Der junge Herr Elima wird von einigen gern als der Prinz der Trainerschule bezeichnet. Besonders vornehm wirkt er aber nicht auf mich. Er ist so versessen aufs Kämpfen wie jeder andere Trainer, sage ich dir. Da ist ein Driftlon. Ah, das war der eine, den wir besiegt haben. Darf ich dir Backwerk aus einer fernen Region anbieten? Ich habe Illumina Galette. Medizin. Dieses Gebäck stammt aus der Region, in der Elima sein Studium als Pokémon-Trainer absolviert hat. Elima hat den Titel des Captain aufgrund seines großartigen Könnens errungen. Es ist fast ein bisschen so, als würde ich in ihm mich zu meiner Glanzzeit auf der Bühne sehen. Kühlschrank abchecken. Wo ist eigentlich der Mülleimer? Das ist Driftlon. Gut, und das da hinten ist halt ein Waffels. Dann gucken wir mal, ob sie oben im ersten Stock einen Mülleimer haben. Das ist immer das Wichtigste. Nein. Da steht zwar was davor, aber. Och du Scheiße. Was ist das? Du kannst dein Spielgebiet in den Trophäen sehen. Sie werden offenbar regelmäßig poliert. Der Bettbezug ist angenehm sauber und die Matratze ist weder hart noch zu weich.
Legen wir uns halt einfach in Betten von fremden Leuten. Gibt nichts zu lesen. Regale voller Pokémon-Bücher wahrscheinlich. So, rennen wir hier durch. Schon seltsam. Seltsame Wohnung. Aber wir konnten zumindest in ein paar Zimmer reingehen. Okay, da können wir nicht rum. So, vielleicht machen wir noch ein bisschen Kämpfchen, um die letzten Minuten zu verstreichen. Wobei ich schon gerne am Friedhof kämpfen würde. Oh, da ist ein Magunio. Weil wir könnten ja... Oh, ein Abra. Abracadabras im Sala. Oh, das erinnert mich an der Sache, die mir gerade erst aufgefallen ist. Ja gut. Next time werfen wir lieber den Pokéball gleich. So. Gut, dann ich suche nicht weiter, weil wenn ich immer Abras treffe. Das ist die Touristikinformation. Da hat man sich in der Demo angemeldet. Ich bin doch nicht rausgegangen. Ich bin gerade ausgegangen. Oh, das süße Pokémon. Hier hast du etwas Medizin für deine Pokémon. Oh, Beleber. Gibt es Schöneres als fröhliche Kinder und Pokémon? Ja. Das Rathaus, im Rathaus Dokumenten nachzujagen, erinnert mich ein bisschen an alte Videospiele. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Unsere Familie wächst und Pokémon haben wir auch jede Menge. Bei uns ist immer was los. Nein, nur für Mitarbeiter. Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokémon-Centers zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Rathaus. Hey, schaff was, schaff was! Nanu, sieht so aus, als würde uns bald die Beeren ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Kann ich bitte deinen Trainerpass sehen? Ah, warte, du bist doch hier Desi, stimmt's? Ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist zusammen mit deiner Mutter und einem Mauzi hierher gezogen, richtig? Bist du auch schon einem Mauzi aus Alola begegnet? Die sehen ganz anders aus als in Kanto. Oh, ein Magnetilo. Wow, die haben aber viele Pokémon hier rumfliegen gleich in der ersten Stadt. Das Rathaus kümmert sich darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémobile-Pokémon begehbar sind. Bänder sind die Erinnerungen, die man seiner Pokémon einsteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Aber es wirkt belebter. Es wirkt belebter, muss man sagen. Hä? Wahrscheinlich schon wieder so ein Gespräch. Hey, Jedesi. Das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt es auch super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf Malasadas ein. Nur ein Häppchen davon und ich liebe jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinen Pokémon liegt, musst du ihn einfach ein paar Malasadas kaufen. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. OP, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Oder wenn es das Letzte ist, was ich tue. So was in der Richtung. Alola Mozi? Wenn ein Pokémon an einem Statusproblem wie Vergiften leidet, kann man eine Pokepause einlegen und es heilen. So. Wieder. Nein. So. Dann gehen wir mal Malasadas einkaufen.
Malasadas heißt übersetzt so viel wie nicht ganz durchgebacken. Was für ein Name. Wenn ich mit meinen Freundinnen ausgehe, wird immer nur über Beziehungsprobleme geredet. Deshalb bin ich viel lieber allein unterwegs. Im Moment versuche ich zum Beispiel den Rekord im Malasada-Essen zu knacken. Deswegen hat die drei Teller da. Bevor ich einen Pokémon meine Masala kosten ließ, waren sie frisch gebacken. Was? Bevor ich mein Pokémon meine Malasadas waren sie. Jetzt sind sie frisch verfuttert. Willkommen in Malasadas Laden, der Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welche darf ich? Gib mir die Zucker. Kyoko-Feier, hier, nimm. Fress und stirb. Bitte, dann nimm bitte Platz und bringe dir gleich einen frischen frittierten Malasadas rüber. Okay. Du futterst dein. Du fütterst, ich hab gelesen, du fütterst dein Flamiau mit dem Zucker. Und Flamiau verdrückt den Zucker meines Salas. Du Gampfmampf. Mag's wohl. Flamiau ist zutraulicher geworden. Ha, perfekt. Wir verkaufen hier mal Salas zum Mitnehmen. Die maximale Salas kostet 315. 50. Oh. Warum nicht? Vielen Dank. Ist so groß, dass du ihn dir mit einem Pokémon teilen solltest. Der geteilte Freude ist doppelte Freude. Okay. Bitte wir uns bald wieder. Gut. Gut. Guck mal hier, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird. Aber egal, was hier entsteht. Auf ein solides Fundament kommt es an. Deswegen haben sie hier mit der Attacke Dampfwalze erstmal alles platt gewalzt. Okay, ach, deswegen stehen die da. Die warten nicht auf den Ringkampf, die wollen da was bauen. Okay. Gut, leider sind wir dieses Mal nicht so weit vorangekommen, wie ich wohl dachte. Aber das passiert eben, wenn man ein bisschen erkundet. Immer mit jedem sprechen. Wir haben ja schließlich einen Seidenschal, einen Beleber bekommen. Also für Leute, die anfangen, eignet sich das immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.